Merkel vor dem Sturz? CSU stellt Asylultimatum. Wir werden helfen, Merkel zu stürzen. Der Antrag ist damit abgelehnt und damit unterbreche ich die Sitzung. Mit diesen Worten begann es am Freitag im Bundestag. Und nun, Merkel vor dem Sturz? Horst Seehofer und Markus Söder gehen aufs Ganze. Die CSU ließ zum ersten Mal seit 1976 eine gemeinsame Fraktionssitzung mit der CDU platzen. Das Ende der GroKo oder nur Show für die Bayernwahl? Dramatische Tage im politischen Berlin, dramatische Tage im Bundestag. Es wird in der laufenden Woche mit allem gerechnet, selbst mit dem Sturz der Kanzlerin. Und bei mir zu Gast ist die Bundestagsabgeordnete Corinna Miazka von der AfD, die mit allen diesen Vorgängen als bayerische Bundestagsabgeordnete besonders involviert ist. Und meine Frage an Frau Miazka: Wird Horst Seehofer am Montag, dem 18. Juni, endlich in seiner Eigenschaft als Innenminister endlich die Grenzen wieder schließen? Das Einzige, was er schließen würde, ist ein faulen Kompromiss. Das erwarte ich am Montag. Ich erwarte, dass man sich in irgendeiner Form wieder einigt. Das war jetzt alles sehr turbulent. Wir kennen das von der CSU. Wir haben Landtagswahl. Und das war jetzt wieder mal eine Inszenierung, um dem bayerischen Wähler zu zeigen, es lohnt sich, die CSU zu wählen statt der AfD. Wer es verfolgt hat, der weiß, es ist das vierte Ultimatum seit 2015, seitdem wir die große Asylkrise hatten. Seehofer hat gedroht. Hat gebrüllt als Löwe und ist dann am Ende als Bettvorleger gelandet, und zwar vor Merkels Füßen, und das wird diesmal genauso wieder sein. Wenn Seehofer durchzieht und tatsächlich die Grenzen sichert, wird ihn Merkel wohl entlassen müssen als Innenminister. Das heißt, die Koalition platzt. Merkel hat für die bisherige Regierungsarbeit keine Mehrheit mehr. Helft ihr als AfD dann mit? Helft ihr Seehofer mit, Merkel zu stürzen? Also was wir definitiv machen werden, ist, wir werden helfen, Merkel zu stürzen. Ob das nun die direkte Hilfe für Herrn Seehofer ist, darauf gucken wir nicht. Wir sind damit angetreten, Merkel muss weg, und dafür stehen wir auch. Und wenn ein entsprechendes Misstrauensvotum kommt, dann werden wir definitiv das ganz klar beantworten: Merkel muss weg, und das sagt die AfD. Dazu brauchen wir Herrn Seehofer nicht. Nehmen wir an, die CSU regiert tatsächlich im Bund nicht mehr weiter mit der CDU. Wäre dann die CSU in Bayern unter Ministerpräsident Söder für euch, für die AfD, ein möglicher Koalitionspartner? Als Koalitionspartner für die CSU herzuhalten, wird schwierig werden. Wir wissen, was Sie am Beginn des Wahlkampfes vor ein paar Wochen gesagt haben. Die AfD sei der braune Schmutz in Bayern, der dort nicht hingehöre. Man könnte immer sagen, gut, man kann darüber hinwegsehen, einfach zum Wohle Bayerns, zum Wohle des Landes. Die Frage ist nur, mit der CSU zu regieren und dafür vielleicht eigene Ansprüche, eigene Forderungen aufzugeben, ist denn das überhaupt zum Wohle Bayerns? Wenn es nach mir geht, ganz klares Nein. Denn es ist ganz logisch, die CSU kann sich nicht spalten. Sie müssten in der Konsequenz ja auch im Bundestag als CSU-Abgeordnete den Kurs der AfD mitgehen. Das halte ich nicht für möglich. Ich sage, keine Zusammenarbeit mit der CSU.